Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines kleinen Box-Openings in Apex Legends. Ihr habt geschrieben, dass ihr das ganz cool findet, dass ihr einen zweiten Teil wollt. Deswegen fange ich jetzt auch direkt damit an. Ich wollte mich echt dafür bedanken, dass da recht viele Leute geschrieben haben, dass es ganz cool ist. Dass ich einfach das machen soll, was ich halt will oder was ich möchte. Und deswegen mache ich das jetzt auch weiter. Ich habe einer auch geschrieben, ja, sofern halt nicht nur noch Box-Openings kommen, kann ich das gerne machen. Und Fun Fact, nein, es würde lange Zeit kein Box oder weiteres Box-Opening kommen. Deswegen, ach, ist das, denke ich mal, eh nicht so schlimm. Ich nehme das Video jetzt mega spät auf. Oh, Hallöchen. Ich nehme das Video mega spät auf. Heißt, ich versuche das dann auch richtig spät hochzuladen. Ich habe heute den ganzen Tag nicht so viel Zeit. Habe aber auch generell richtig viel bei meinem Shadowplay Moments nochmal gemacht. Und da komme ich auch richtig gut voran. Das heißt, es wird, ja, ich kann euch da nichts versprechen, aber das wird bestimmt morgen oder so kommen. Vielleicht auch in 2 Tagen, vielleicht auch in 3. Aber vor Valentinstag. Und, okay, morgen ist nicht Valentinstag, gut. Ja. Ich habe da diesmal etwas anderes gemacht. Oh, die ist schön. Ich glaube, ja. Oh, die ist wirklich schön. Jahrmarkt. Ich habe da ein bisschen was anderes gemacht. Auch Jahrmarkt? Nee. Und zwar habe ich ein paar popkulturelle YouTube-Gags eingebaut. Und sowas habe ich halt noch nie gemacht. Ich glaube aber, dass das ganz lustig sein könnte. Also, um ehrlich zu sein, will ich halt damit einfach so in gewisser Maße den Zeitgeist treffen oder so. Oh, Hallöchen. Oh. Nein. Oh, die ist geil. Oh, ich hasse Legendary Skins. Och Mann. Ich glaube, das ist auch ein echt uncooler. Oh, die hier ist echt ganz geil. Aber hätte auch besser sein können. Die hätte ja auch dieser Feuerprobe-Skin sein können. Ja, mal schauen. Aber bis jetzt sind wir, glaube ich, auch noch nicht so gut, was die Statistik angeht. Das heißt, wir hatten nicht. Oh, lila oder pink. Wir hatten noch nicht so viele Seltene. Ja, brauche ich auf gar keinen Fall. Shit. Am Ende des Videos habe ich mir auch überlegt, weil ich noch genug Punkte habe, in mir eine Waffe von diesen Werten da zu kaufen, von diesem Metall, dass ich mir das auch noch direkt machen werde. Oh, hallo. Jetzt sind wir sogar recht gut. Oh nein, da habe ich schon einen, aber der ist schöner. Oder ist Eva Automatik? Ja. Ja gut, jetzt habe ich 2 Eva-Automatik-Skins. Oh, das ist genau das, was ich nicht wollte. Hier eben durch die Herstellungsmetalle, ich habe eben 1300 Stück, kann ich mir auch diese Skins einfach so kaufen. Zum Beispiel den hier. Ich kann hier draufklicken und für so ein Legendary Skin brauchen wir 1200. Ich habe 1300, beziehungsweise bekomme ich jetzt durch dieses Opening hier immer noch mehr. Und da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir am Ende auch noch einen Skin. Kommt drauf an, welchen ich halt nicht haben werde. Weil ich selbst mich nicht entscheiden kann, was für einen ich da möchte. Und jetzt muss ich mich dann entscheiden. Und dann habe ich halt die Hoffnung, dass ich zumindest bald einen Skin habe. Ja, wir könnten jetzt aber auch nochmal Glück haben. Ich bin nämlich nicht sicher. Es gibt so einen Wingman, das ist ein Revolver, der mega OP ist. Aber das ist auch das Problem daran, weil wenn der momentan, oh, ja, wenn der momentan OP ist, habe ich halt das Gefühl, dass der, wenn ich dann morgen das Spiel starte, genervt wurde und dann komplett nutzlos ist und nicht mehr so viel Damage macht wie davor. Dann habe ich einen Skin für eine Waffe. Oh, Van Gogh. Ein Skin für eine Waffe, der ganz cool ist. Aber der mir halt nichts bringt, weil die Waffe halt sinnlos ist und nutzlos wurde. Deswegen ist die andere Möglichkeit, den ich gerade gezeigt habe, den R301. Der ist halt ganz geil, aber ein bisschen basic. Und die andere Möglichkeit wäre halt, ich glaube, 3 Feuerprobe-Skins dafür zu kaufen. Ja, ich hätte es eigentlich euch entscheiden lassen können, aber nee, ich lasse euch das nicht entscheiden. Das ist dann schon mal. Oh! Hallöchen.
Oh, ich will keine Champion Skins. Ich will Waffen Skins. Ich will eh keine anderen Champions. Bloodhound, Bloodhound. Ja, okay, doch. Ein Champion Skin würde ich nehmen. Und zwar den Messer Skin, der mega krass ist. Und ich sag, der ist noch immer mega selten. Und ich würde so gerne mit den Videos machen. Und ich würde auch nur noch dann den Champ spielen. Ich habe leider heute vergessen, oder was vergessen, werden eben zu wenig Zeit für Humans oder 7 Billion Humans. Das wird, oh, ja, wobei die ist ganz geil. Für die Waffe habe ich auch noch keinen Skin. Das wird dann bald weitergehen. Und ja, ich kann euch schon mal verraten, wir haben mal ganz oben ganz kurz geguckt. Es wird richtig schwer und es sind richtig, richtig viele Level. Aber ja, der linke Strang kommt dann bestimmt auch noch. Der kommt ja immer. Ja, ich habe halt mega Pech einfach. Oh, den hätte ich nicht ausrüsten sollen, aber egal. Nee, aber mich hat's echt gefreut, dass ihr so zahlreich geschrieben habt. Auch wenn die Klicks natürlich jetzt nicht mega krass sind. Auch da kann ich, glaube ich, so viel zugeben. Aber das hättet ihr euch wahrscheinlich auch denken können, dass ich so. Na, was heißt, die Hoffnung ist übertrieben? Oh, auch schick. Hoffnung ist übertrieben, aber dass ich mir dachte, vielleicht kommt man mit sowas in die Trends. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es wäre ja schon ein Gedanke gewesen, dass man einfach das Video macht, dass das ganz gut gelistet wird oder sowas und dass dann einem so der Start in Apex Legends gelegt ist, weil ich glaube, sowas hat mir bei Fortnite immer gefehlt. So, da gibt es ja so viele etablierte Fortnite-Menschen. So, keine Ahnung, für mich etabliert. Oh, Alter, ist die geil. Okay, die ist so heftig. Oh Gott. Alter, die finde ich richtig geil. Oh, Feuerprobe. Oh Gott, dadurch, dass ich jetzt eine Feuerprobe bekommen habe, wirft das jetzt nochmal alles über den Haufen. Jetzt überlege ich mir wirklich, ein komplettes Feuerprobe-Kit zu machen. Dass alle meine Waffen Feuerprobe sind. Fuck. Oh Gott, ist das geil. Oha. Und zwar sind Leute wie Snox und so für mich so die etabliertesten, weil, oder auch die Buddies waren das. So, du hast den Namen gehört und hast sofort an fucking Fortnite gedacht, die halt da den ganzen Tag Fortnite-Videos bringen und so. Und auch nur deswegen haben die, glaube ich, halt so eine explizite Fortnite-Community. Was ich mir nicht wünschen würde, aber die ich mir so zum Teil wünschen würde, was halt ganz cool wäre oder ganz lustig wäre. Ja. Oh. Alter. Oh Mann, aber auch hier hätte ich doch mal ein bisschen mehr Glück haben. Der hätte jetzt auch Feuerprobe sein können. Oh, aber Auge des Sturms ist echt geil. Dachte ich, hier ist mehr lila eigentlich. Klebe ich da nur auf jeden Fall rücksichtig aus. Oh, mit 100 Packs bin ich jetzt fast. Okay, das kann man nicht so sagen, aber bin ich. Ja doch. Bin ich fast komplett lila, was meine Waffenskins angehen, glaube ich. Okay, wahrscheinlich überhaupt nicht, aber egal. Oh Mann, die letzten 8 verbleiben. Danach wird es wieder richtig traurig sein, weil da wird dann immer stehen 0. Au. Und wieder lila. Ich sag, das ist aber ein dreckiger Skin. Oh. Ja, aber Devotion. Habe ich hier gerade Feuerprobe. Oh, ich hasse, also es sind keine Skin-Duplikate, aber halt Waffenduplikate. Und deswegen dann doch ein bisschen nutzlos. Ja, okay. Vielen Dank, Gibraltar. Brauche ich aber halt nicht. Ein goldener sei ich noch dabei. Und vielleicht noch drei goldene. Dieser Messerskin. Oh, der sieht schon aus irgendwie. Dieser Messerskin kommt mit drei goldenen dann. Und dann weißt du davor schon, okay, jetzt scheppert's. Ja, jetzt scheppert's nicht. Vier Stück noch. Ja. Also mein Resümee, es hat sich nicht so krass gelohnt, wenn du nicht gerade irgendwie 100 Euro übrig hast oder keine Ahnung, das kostenlos vom Spiel oder so bekommst, lohnt es sich nicht. Okay, die zwei letzten. Also ich glaube, Skins einzeln kaufen ist das sinnvoller und dann einfach zu warten, bis die in irgendeiner Verlosung sind. Okay, der letzte. Oh Gott, okay, das war ja mal Glück. Toll. Okay. Jawohl.
Jawohl, ja, das ist ja mal mega schön, das ist halt null. Ach Gott, ist das. Ja. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein riesiges Box-Opening. Ich glaube, das war vielleicht das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, weiß ich nicht. Wenn ich nochmal Boxen haben sollte oder so, mache ich nochmal eins, denke ich. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Bewertung da. Tschüss.